Hallo, ihr Süßen, für alle, die so neugierig sind, wie ich es und viele schon mal gefragt haben, kannst du mal deine Schminksammlung zeigen? Habe ich gedacht, mache ich euch jetzt mal ein kurzes, kleines, knappes Video, weil so viel ist es eigentlich gar nicht, denke ich. Und da wollte ich euch einen kleinen Überblick verschaffen, was ich so alles habe. Ja, und das zeige ich euch dann jetzt. So, da wären wir auch schon. Das ist eigentlich eine Schublade von einem Schrank. Da. Und dann fangen wir einfach hier mal links an. Was habe ich hier so drin? Hier habe ich drin eine Eyeshadow Base, den Mascara, den ich momentan verwende, noch eine Eyeshadow Base, noch eine Eyeshadow Base, noch eine Eyeshadow Base, noch eine Wimperntusche, meine Camouflage, so eine Bronzing-Perlchen hier, so ein paar Bronzer, die ich so habe. Hier hinten sind wir in der Fraktion Blush und Highlighter. Da seht ihr ja, also es ist bunt gemischt. Von Catrice zu Kiko zu MAC zu Essence zu The Balm, M&Y, Elf, Jade, glaube ich. Maybelline Jade, genau. Ja, haben wir eigentlich alles so dabei. Was ist das? Das ist von dem anderen Shop. Ja, was haben wir hier weiter? Hier sind so eigentlich, was in der Glossy Box letztens so drin war. Ein paar Sachen, Augencreme, meine Essence Creme. Hier haben wir dann so Foundation Krams, also das von L'Oreal, die Olas Complete von NYX, wie nennt sich das? Highlighting Make-up, also nur zum Highlighten, hier nur zum Konturen setzen. Dann haben wir hier auch noch eine Foundation von Catrice, die mir leider ein bisschen zu dunkel ist. Da muss ich mir noch eine hellere jetzt holen die Tage. Dann kann ich die besser mischen. Ja, hier habe ich Q-Tips. Immer ganz wichtig beim Schminken, um so ein paar Kleinigkeiten auszubessern. Loses Puder habe ich auch zweimal. Dieses Transparente. Dann hier so eine Studio Secrets zum Glätten der Haut ein bisschen. Ja, meine zwei Gel-Eyeliner, einmal im Braun, einmal im Schwarz. Denn diese Handcreme, die in der Glossy Box war, die finde ich ja total toll, ne? Und die riecht auch total gut. Aber ganz ehrlich, für eine Handcreme mir zu teuer, deswegen werde ich die nur benutzen, bis sie alle geht. Also Hände sind bei mir nicht so wichtig. Ich finde, für Gesicht würde ich mehr Geld ausgeben als für eine Handcreme. So, jetzt kommen wir zum Chaos. Hier sind so ein paar Glitzerpartikelchen und so. Meine Droppies und so ein Goldschimmerpuder. Hier kommen wir jetzt zu der Fraktion Lidschatten. Ja, da bin ich auch ganz bunt gemischt. Hier ist auch noch ein Glitzer bei. Von Art Deco so ein paar. Für Smoky Eyes. Auch sehr schön, aber krümelt extrem. Hier, die fand ich ja auch ganz toll. Die Beige Ballerina von The Balm. Den schönen Shady Lady. So. Ja, was haben wir hier noch alles so schön? Also wirklich Lidschatten von Catrice, von Essence, von P2, von Kiko. Also hier ist wirklich alles drin. Bin ich hier alle haben. Die Hälfte davon benutzt man immer schwerwiegend nicht, würde ich jetzt behaupten. Ein schönes Pink. Immer geil, weil man ihn auch nass auftragen kann. Ja, hier haben wir jede Menge Farben. Ein paar lila Pinktöne. Ja, halt ganz viele verschiedene Sachen. Hauptsächlich eher Brauntöne und so ein paar Pink. Und ja, weil die Grünfraktion, die habe ich eigentlich hier. Also ich habe auch eine neue MAC-Palette. Da habe ich aber nur erst zwei Lidschatten. Das wird sich bald ändern. Da habe ich ja die zwei Sleek. Einmal die Acid 570 und einmal die Bad Girl, denn die Hot Make-Up Palette vom Douglas war die für 10 Euro, die ich auch ganz toll fand und finde. Was haben wir hier noch? Hier haben wir eine von Fräulein, eine Palette, das ist die Nude Palette, glaube ich. Ja. Dann von Eva eine, das ist die 96er Palette. Was haben wir hier noch Schönes? Die Metallic Stones, sehr geil übrigens. Dann machen wir mal hier weiter.
Also ihr seht, ich bin erst sehr spät hier auf den Trichter gekommen. Eigentlich, als ich erst auf YouTube angefangen habe mit Lippenstiften. Hier habe ich so ein kleines Brötchen mal von Douglas bekommen, was ich sehr cool finde. Da kann man die Farben dann mal austesten. Sonst habe ich eigentlich nicht wirklich viel. Oh. Hier von NYX und Jumbo Lip. Also wenn ihr so richtig weich reichhaltig seid, sind diese Sticks wirklich sehr geil. Kann ich wirklich empfehlen. Ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, aber ja, Lippenstifte, Lipglosse eher viel mehr. Von MNY, die bieten sich ja an, weil die wirklich toll sind, finde ich. Von Rivaldelou, von Essence. So eine Lip Pencils. Die von Essence sind nicht so der Burner, also gut schön farbintensiv, aber die trocknen extrem aus. Da muss man echt einen Gloss drüber tragen. Ja, so viel habe ich da also gar nicht. Hier haben wir noch mal die Fraktion so türkise Sachen und blaue Sachen. Also auch nochmal von Art Deco welche. Die sind übrigens wunderschön, auch mit Glitzer drin und so. Das hier von L'Oreal ist auch eine tolle Farbe. Ja, ich bin so ein Türkis-Freak. Ich weiß auch nicht. Ich muss immer alles so türkise, grüne Sachen finde ich ja total toll. Auch hier diese khaki-farbenen Töne liebe ich total. Hier habe ich noch vom Benefit so eine Box. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt mit dem High Beam und allem Krams. Ja, hier drunter habe ich eigentlich nur noch Glitzer und das habe ich aus meinem Nageldesign früher noch, was man verwenden kann. Sonst, bis auf hier meine Chaos-Ecke noch, also wie ihr seht, so viele Nagellacke habe ich auch nicht wirklich. Momentan den hier, das ist so ein lila, den habe ich gerade, das ist der von NYX. Ja, ist die, oh, die 111, also meine Kamera fokussiert nicht. Zu meinem Bedauern. Between Mauve und Purple. Ja. Den, da werde ich auch extrem oft nachgefragt. Den hatte ich ja sonst immer in meinen Videos drauf, falls ihr den mal gesehen habt. Das ist von Kiko so einer. So ein Glitzer-Ding, den hat meine Tochter sich geholt. Der ist total geil. Also mit einer Schicht, obwohl es ein Glitzerlack ist, deckt der schon enorm. Also es ist wirklich der Hammer. Ja, denn so ein paar von Essence habe ich auch. Und was haben wir hier auch? Von Essence T2. Der geile hier, den ihr alle so toll finden. Ich übrigens auch. Und jetzt diese, was ich auch verlost habe. Ich habe auch den hellblauen da. Hier hinten noch so ein paar extreme Farben und die Crackling-Sachen. Ja, wie ihr seht, ist es gar nicht so viel. Hier habe ich jetzt noch mal ein paar Kajalstifte, diese Jumbo Eye Pencils. Ja, hier oben eigentlich nur noch so, was ich so aussortiere. Die Mascaras, die mir nicht so gepasst haben, die man aber nicht unbedingt wegschmeißen will. Und noch so ein paar Sachen, die ich auf Vorrat habe, wenn ich sie dann mal brauche. Ja, das war es eigentlich schon. Also ihr seht, na gut, vielleicht mehr, wie man im normalen Gebrauch eigentlich braucht. Aber jetzt auch nicht so ein Wandschrank voll, ja. Also so extrem bin ich dann auch noch nicht. Ja. Falls ihr noch meine Pinsel sehen wollt, die sind da. Also so bunt gemischt. Von allem so ein bisschen etwas. Ja. Mehr habe ich auch nicht, Leute. Ja, falls euch irgendein Produkt interessiert hat, wenn ihr irgendwas darüber wissen wollt, wisst ihr ja Bescheid, könnt ihr mich gerne fragen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Wenn nicht, dann macht ihr halt ein Däumchen runter. Und Kommentare. Kommt doch mal auf Twitter oder Facebook. In meinem Kanal habe ich die Sachen alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.